du eigentlich mehr, von Spenden oder von Bits? Im Grunde wurscht, oder? Ich glaube, ein Bit ist ein Cent umgerechnet für mich. Stimmt das ungefähr? Ich glaube schon. Aber die können halt leider in der Spendenleiste nicht berücksichtigt werden, sonst würde ich das machen. Aber im Endeffekt ist ein Bit ein Cent. Ist es eigentlich dann wurscht. Ganz genau, mit 0% Sprit kommt man noch weit genug. Zach. Let's go back over our progress. Okay, rekapitulieren wir. First the victim, Anna's death. She was found hanging from a tree in the forest. She was cut open with a knife from her chest down to her stomach. That was the direct cause of death. The strangulation marks and skull fracture were caused after death. Her tongue was also bit off, and I found something inside her mouth. Do you remember what that was, Zach? Natürlich, ein roter Samen war das. Ich glaube, ich muss das echt beantworten. Ein Lutscher haben wir gefunden. That's right. We found the same red seed in her mouth. According to Emily, it was raining when Anna was killed, but traces of tears were still evident on her face. Which means the perpetrator killed Anna under a roof in the lumber mill, and then carried her body into the woods after it stopped raining. We found numerous important pieces of evidence at the site of the crime. A total of four things. Knee prints in the grass. A wood chip with metal dust. A photo of a man with a tattoo on his back, and one other thing. Do you remember what that was, Zach? Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was war die Frage? Merlin, hast du aufgepasst? Fetisch. Wie Fetisch? Fessel, welcher Fetisch hatte irgendwer? That's wrong, Zach. Come on. Try again. Mist, ich muss mich besser aufs Spiel konzentrieren. Knee prints in the grass. A wood chip covered in metal flakes. A photo of a man with a tattoo on his back. And one other thing. Nee, warte mal. Wahrscheinlich der Regenmantel, oder? Nee. Ich hab schon, ja. That's wrong, Zach. Come on. Try again. Okay. Knee prints in the grass. Ja. A wood chip covered in metal flakes. Ach so. Beim Tatort sind wir. Photo of a man with a tattoo on his back. Dann ist es der abgebrochene. Aber wir haben nur... Das verwirrt mich nämlich, das Bild. Wir haben nämlich nur den Absatz gefunden und nicht den Schuh. Aber gut. That's right. A broken stiletto heel. Aligning this with the other evidence suggests that two people came into contact with Anna's body prior to it being discovered by us. Those being the perpetrator who killed Anna and Miss Stiletto Heel. There is also the possibility that a third party carried Anna to the woods. That means we could be dealing with three people. Two or three people. In any case, Miss Stiletto Heel may have vital information. We need to find her next. We didn't use forensic methods, but we're still closing in on the criminal. Have I forgotten anything? Ah, of course. The marks on her hand tell us that Anna was gripping something when she died. Do you remember that, Zach? Yeah, ein umgedrehtes Peace-Zeichen. What do you think she was holding on to? Ein rundes Objekt war es, glaube ich. Ein rundes Objekt. Haare haben wir auch gefunden an ihr. Naja, rundes Objekt. Ja, ja, in der Hand war es ein rundes Objekt. That's right. A round object. The marks on her hand suggest a peace mark. The man in the photo found in the woods had a tattoo of an upside down peace mark on his back. These two could well be related. But we don't know for sure. Next, the town folk. A few are worthy of special attention. Carol McLean, the singer and bar owner. She's Thomas's sister. Then there's Nick Cormack, the owner of the diner. Both of them seem to be hiding something. There's Diane, the owner of the art gallery, who's out of town. Then we have problematic, old, rich, and eccentric Harry.
Both will be tough to crack. Well, we just have to go one by one. I've been thinking. One of the biggest rewards here is the fantastic food. Enjoying food is cultural, and yet it's also a bit uncivilized. It's interesting how good food motivates me to work harder during investigations. Oh, and on Emily's back, it was strange to me. Hey, don't take that the wrong way, Zach. I wasn't getting all excited or anything. But it did make me feel strange. Nostalgic and sad, almost. It's starting to rain. I think this case may take a while. Okay. Also, ich habe mir das mit dem Bits mal angeguckt. Ich kann es euch jetzt gleich auflisten. Also, beziehungsweise kriege ich quasi für jeden gespendeten Bit einen Cent. Ich glaube, einen Dollar-Cent, aber ich bin mir nicht sicher. Und je mehr ihr kauft, quasi, desto billiger wird für euch der Kaufpreis pro Bit. Aber ich kriege immer einen Cent, egal für welchen Preis ihr die Bits kauft. Der Rest ist das, was ich Twitch quasi selber abzweigt. Genau. Da, neuer Hotelgast erscheint. Auch einkaufen, die habe ich tatsächlich nur ausschließlich zum Streamen auf. Meine Streammütze. Und zum Fliegen natürlich, aber das ist ein anderes Thema. Wie gibt es das Spiel? Wie gibt es das Spiel? Philosophische Frage. Oder meinst du wo? Überall, glaube ich. Ich glaube fast wirklich für alle Systeme. Genau, schreibt mir das dann auch gerade. Ich habe die PC-Version von dem Spiel auch. Ich besitze die auch. Aber da kann ich sagen, dass die relativ verbuggt bei mir ist. Ich hatte da Riesenprobleme, das im Vollbild zum Laufen zu kriegen. Und selbst wenn, ist es ständig abgestürzt. Also die kann ich nicht empfehlen. Aber ich kenne die Xbox 360 und die Switch-Version und die sind gut. Auf jeden Fall. Wie viel Cola wohl bei jedem Stream drauf geht, habe ich gerade gehört. In der Regel bis zu 1,5 Liter, würde ich sagen. Kommt auf die Länge des Streams an. Bei einem 24-Stunden-Stream wesentlich mehr. Aber da geht es mir auch ums Koffein-Level, das aufrechterhalten sein muss. Das ist die Switch-Version, genau. Ich bin gespannt, ob der Waffenhändler dann heute schon mehr Waffen im Angebot hat, zum Beispiel. Genau. Ich weiß nicht, ob es das auch für die PlayStation 3 gab. Ich kann es mir gut vorstellen, aber ich habe es auch auf der 360 gespielt damals. Are you thirsty? Geht so. You must be very thirsty. Ja, jetzt you wo es sagt. Only take milk with your coffee. Coffee with milk. That's all. Okay. Habe ich jetzt wieder eine Vision. Er liest ja aus der Milch im Kaffee so ein bisschen die Zukunft, unser Agent. Who are you? Meine Fliegen sind sogar in meinem Traum. Is Becky. Becky, genau. What are you doing here? My name is Becky. Anna's friend? My name is Becky. After your throat is quenched, you must do what you must do. Take a sip of coffee and go.
Okay. Es werden immer mehr fliegen. Wir müssen so duschen jetzt. Aber in meinem Traum kann ich, glaube ich, nicht duschen. Oh, wir sind jetzt in Episode 2, Teil 1. Okay. Ich schätze, wir gehen einfach durch die Tür hier. So einfach ist es scheinbar nicht, sag ich. Man muss sich schon sehr exakt positionieren. Ich glaube, ich muss mir jetzt noch einen Kaffee machen nach dem Stream. Die haben den gut verkauft, die beiden. Kaffee mit Milch. Guck mal, ist das ein Bug oder ein Feature? Dass die Puppen verschwinden, wenn ich darüber gucke und auch die Beleuchtung anders wird. Ich glaube, ein Bug eher, oder? Egal. Hallo, Kinder in den Kopf. That's me. Oh. That's me when it happened. Als was passierte? Dum, dum, dum. Kriegen wir jetzt schon einen Rückblick in die Vergangenheit von unserem Protagonisten? Das ist nämlich natürlich auch noch ein Fall im Fall im Fall. Die Fliegen kreisen über mir, während ich schlafe. Das ist super. Die Vergangenheit unseres Protagonisten wird auch noch wichtig quasi. Das sind quasi mehrere ineinander verschachtelte Fälle, die hier wichtig sind. Zack, this case looks like it's directly related to us. I do not know how yet. But I do know I need some coffee. Ja, ihm haben die Kinder den Kaffee auch echt schmackhaft gemacht. George said he'd have someone pick us up in the parking lot. Let's get some breakfast with Polly first. Gehen wir erstmal duschen, bevor wir frühstücken gehen, würde ich sagen. Mein Gott, sind das schon viele Fliegen! Mich würde es ja schon auch reizen, einfach nicht zu duschen. Herr der Fliegen, ganz genau. Um zu gucken, wie viele es noch werden. Vielleicht ist irgendwann nur noch so ein weiß-schwarzer Strudel um uns rum. Wir können uns... Aber ich gehe jetzt duschen. Sonst zieht uns das FBI noch mehr ab von unserem Gehalt. Wie geht man denn duschen? Kann ich wirklich duschen überhaupt? Ah ja, nee, warte mal. Eine Dusche könnte uns helfen, unsere Gedanken zu ordnen. Ja, und nicht mehr zu stinken, aber irgendwie kann ich nicht duschen. Müssen wir vielleicht unseren Anzug wechseln? Das wäre aber, glaube ich, ein neues Feature, wenn das so ist. Und das kann ich mich nicht erinnern. Lass mich mal gucken. Sieht sehr schmutzig aus. Dann ziehen wir mal den da an. Kleider wechseln. Ah, warte mal. Nee, genau. Okay, passt schon. Kleider wechseln. Umziehen. Und den können wir jetzt reinigen. Für 10 Dollar. Hey, das ist ein neues Feature. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht schwören. Nee, das ist lange her. Das gab es früher schon. Wirklich? Nee, das kommt mir nicht bekannt vor. Überhaupt nicht. Aber jetzt könnten wir den... Nee. In 24 Stunden ist er mit der Reinigung fertig. Ja, das ist ja irgendwie nett, finde ich. Das Spiel bringt einem dazu, sich umzuziehen. Schön irgendwie. Speichern wir mal. Gefällt mir. Zieh die Badehose an. Ich befürchte, wir haben leider keine. Ob man dann... Kann ich dann noch mehr Anzüge kaufen als die drei? Oder muss ich immer die drei durchwechseln? Fragen über Fragen. Und was ist das für ein Gemälde? Schon wie ein Mensch aus. Aber, okay, holen wir uns einen Kaffee. Whoa there! Did you need something? No, I was just passing by. I didn't think anybody else was here other than Polly. The door opening like that just, it surprised me, that's all. Forrest Kaysen, der Setzlingverkäufer mit dem Dalmatiner. I'm Kaysen, Forrest Kaysen. Nice to meet you. I travel a whole lot, you see, selling tree saplings. Just the usual salesman doing the usual road trip.
Sometimes I feel, I don't know, like a jolly old bumblebee spreading pollen. FBI Special Agent Francis York Morgan. I get it. You're the special agent Scarface that everyone's yakking about. Nice to meet you, Francis. Special Agent Scarface? I'd need a bigger scar to live up to that name. Call me York. That's what everyone calls me. What? You got it. York. Is this your first visit here, then? No, sir. Actually, I've been coming here once or twice a year for, a while now. I don't get much business here, but it sure does make a fine vacation. I mean, it's a gorgeous hotel at a bargain price. It's so relaxing in these parts, too. Oh, I just love all the nature. I feel so relaxed here. Say hi to Willie. Oh, don't worry. He's a good boy. Do you like dogs? Hey, Willie. How are you doing? He's pretty smart, too. Oops. Before I forget, let me give you this. It's just a sample of what I sell. Thank you. How kind of you. Ein windiges kleines Ästchen. Wo kommt der her? What brings the old FBI out here? Sounds like more than just a vacation. A murder, actually. The perpetrator is still out there. Try to stay indoors at night and during the rain. We want to prevent it from happening again, okay? Oh, it's a darn shame. Places like this used to be the safest in America. Could I ask you something? Do you know a lot about seeds? Seeds? Gardening, huh? You don't look like a green thumb, but let me tell you, though. I'm pretty much the only one who can make those saplings sprout. There's a trick to it that can't really be passed on, you know? It's like, the secret of making a good smoked ham, something like that. But you know, once they sprout, you don't need to do much. You can leave it be, and why, it'll turn into a big tree no matter what happens. Kind of like those stocks that politicians buy that just keep growing and growing. Well, you just wait and see. This town is gonna love them. Right. We were just about to go take a morning stroll, so I'll get going. Good luck now with that case. Thanks. Zach, do you remember what the coffee said? Forrest Kaysen. F.K. This show has just begun. Okay, dann holen wir uns einen neuen Kaffee. Für mehr Buchstaben vielleicht. Wo kriegen wir denn unseren Kaffee? Muss ich in den Speisesaal gehen oder muss ich den bei ihr kaufen? Kriegen wir... Ah, nee, hier gibt's wirklich eine Kaffeekatzin. Okay, cool. Breakfast looks as good as yesterday's. I hope you enjoy it. I will, and thank you. I just met Kaysen, actually. Oh, good old Mr. Kaysen. Did he give you a sapling? As a matter of fact, he did. Don't tell me he gives one to everyone he meets. No, no. Only to the people he feels comfortable with. He told me. He must feel really comfortable with me. He must. Is there anyone he hasn't given a sapling to? Mustard? Okay, I'll just get it from the kitchen then. No, mustard has nothing to do with it. I was wondering if you know of anyone that Kaysen didn't give a sapling to. Oh, too much pepper. I did think it might be. I'm sorry. Ah, Zach, I forgot. We'll never get anything out of her, will we? Forrest Kaysen. He's hiding something. You think so too, right, Zach? But no need to rush. All secrets are hidden until they are inevitably divulged. The powers of entropy. The world exposes everything and causes chaos. Just like this coffee. Schon wieder. Der zeigt dir schon wieder FK. Er hat nichts Neues zu sagen, der Kaffee. Na gut. Eine sehr verdächtige Person, ein dicker Gärtner.
Der Kaffee hat uns auf ihn hingewiesen. Irgendwas wird er mit irgendwas zu tun haben, wahrscheinlich. Aber wir suchen vielleicht drei Täter sogar. There's always trouble heading my way in this job. But I'm always up for a little excitement too. Nehmen wir noch einen Schluck. Du wirst heute viel Spaß haben. Glücksort Themenpark. There's no theme park in this town though. All that good luck is just slipping away. But I think I'll have a thrilling enough time right here anyway. Na gut, ich glaube, wir müssen nicht nochmal in Zukunft sagen. Die Omi in den Hexenschuss, vielleicht. Vielleicht ist auch ich vermute. Also, was ich mir beim ersten Mal spielen gedacht habe, ist, dass vielleicht ja auch unser Agent irgendwie selber der Mörder sein könnte. Natürlich, altes Klischee, aber es würde ja auch viel darauf hinweisen. Gleichzeitig die Oma. Wirklich, die tut immer so, als würde die uns nicht verstehen und weicht unseren Fragen aus. Das ist verdächtig. Ich finde schon. Der dicke Samenhändler, der dicke Kerl und Samen überall an den Orten ist auch ziemlich verdächtig, natürlich. Und der Dalmatiner, der wirkt so unschuldig. Vielleicht war es auch der Hund. Die Oma hat die Stöckelschuhe an. Oh, ich wollte schon speichern. Und dann natürlich die Schwester von dem Polizisten, weil die Stöckelschuhe trägt, immer. Das ist natürlich auch ein Indiz. Das sind so ein bisschen die, also nur auf Indizienbasis, die man jetzt an der Stelle am ehesten verdächtigen könnte. Aber wer weiß. Ach, guck mal, wenn man hier auf die Karte geht, während man innen ist, kriegt man sogar detaillierte Ansichten der Räume. Verrückt. Hier ist sogar eine Karte irgendwo. Ja, die Karten sind ehrlich gesagt jetzt gerade wurscht. Was ist denn unsere aktuelle Mission? Sehen wir wahrscheinlich, wenn wir rausgehen. Wir müssen wahrscheinlich wieder um irgendeine Zeit irgendwo sein, oder? Wenn nicht, fahre ich einfach mal zum Polizeirevier, glaube ich, als erstes. Ich glaube, da sollten wir auch hin. Nachdem wir unseren Bericht geschrieben haben, sollten wir, glaube ich, zurück zum Polizeirevier. Mir und den Katzen und allen geht's gut. Prinzessin Nadi, dankeschön. Und bei dir auch, hoffe ich. Good morning, Agent Morgan. Did you sleep well? Morning, George. Dreamland was quite nice. You do look well rested. Oh, I was up practically all night doing paperwork. Thomas helped me out, so I was able to go home and get some sleep, but not enough. Diane got back into town late last night. We should give her a visit. Which means going to the art gallery, correct? She lives and works in the office there, so it's the only place to find her. The gallery is open from 10 to 1700. Time for some art appreciation. A cultural activity in such a small countryside town. Amazing, Zach. Bis 12 haben sie. Eine Stunde machen wir jetzt noch. Okay. Von 9 bis 13 Uhr kann ich im Polizeirevier essen, wenn ich will. Aber wir können jetzt... Ach, das ist ja super. Es ist schon 10. Dann fahren wir direkt zur Kunstgalerie, würde ich sagen. Er hat nur bis 17 Uhr offen. The gallery is called Muses Gallery. The Muses were the 9 daughters of the goddess of memory in Greek mythology. Ah, it's just like Diane to name it that way. Is she that intelligent a woman? Oh, maybe. Intelligent. You'll see for yourself soon enough. Did you see how Emily reacted, Zach? I sense that this Diane is not popular among other women. Wait to meet her. The gallery is on the north side of town. Take the road along the lake and go north. Okay. Along the lake and then north, hat gesagt. Wir müssen erstmal hier irgendwie rauskommen. Warte mal, wird das Auto schneller, wenn ich die Sirene anmache? Nee. Oder doch? Ich glaube schon. Die Motorgeräusche verändern sich.
Aber der Tacho bleibt ungefähr... Na gut, nee, stimmt. Ohne jetzt hier so auf nicht ganz 50 Meilen. Es wird 60. Oder, ja. An art gallery in such a small town. Am I prejudiced to think that it doesn't seem to fit? Greenvale and every small town has every right to enjoy art. That's right. Small towns tend to be full of highly cultured people. Although, I can't say I've ever been to the gallery myself. George, what about you? Are you into art? Actually, yes. I like going to the gallery. It's very relaxing there. Really, George? I never knew that about you for all this time. Emily, please. I'm just as cultured as everyone else. Some people just have sides to them that you'd never expect. By the way, about Diane, the owner of the gallery. Is she the type that isn't very appreciated by other women? What do you mean? Exactly what it sounds like, Emily. Is she very attractive, especially to the opposite sex? So you're asking if she's sexy, right? Well, she does always wear high heels. And definitely, it's, hard to explain. But that doesn't make me biased, okay? She just seems to look down on people. She always has. I just don't like people like that. That must be because sex appeal has no effect on you. Now that's out of line. I'm sorry, Emily. I didn't mean to poke fun at you. You just reacted so strongly to Diane's name. I did not. It's like you're suggesting I'm the total opposite of her. Is that it? Oh, Emily. That's not what anyone is suggesting. Let's just drop this conversation, okay? Okay, finde ich gut. Jetzt, wo der Dialog vorbei ist, kann ich auf die Karte gucken, ohne den Dialog versehentlich abzubrechen. Ah ja, guck. Wäre ich schon wieder falsch gefahren. Aber wie komme ich denn da? Ach so, ja dann. Perfekt. Eine zu früh abgebogen. Ist die Augen von Emily weiter geöffnet als die der anderen? Ah. Okay, aber hier muss ich jetzt abbiegen, oder? Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, Mensch. Ich glaube, das Spiel macht das durchaus absichtlich, dass jeder im Verlauf des Spiels mal verdächtig wird. Oder auch nicht, oder so, wer weiß. Aber doch, eigentlich schon, glaube ich. Genau, stimmt, hier beim toten Baum abbiegen. Diese Fahrphysik. Aber geht schon. Mein Gott, das Auto ist schon voll kaputt. Wann ist denn das passiert? Und übrigens witzig, dass die Adrenalinleiste von unserem Protagonisten ansteigt, wenn wir mit Blaulicht fahren. Wir müssen nach einer gewissen Zeit Pause machen, damit wir keinen Herzinfarkt kriegen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Leiste voll wird. Aber die wird rot und fängt an zu blinken und man hört so ein Herzschlaggeräusch. Ich will es lieber nicht rausfinden, was dann passiert. Oh Gott, Hilfe! Ich verliere die Kontrolle über das Auto. Okay, puh. Was ist denn, warum ist denn das Auto so kaputt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Na gut. Zurücklegen einer großen Strecke kriegt man eine Prämie vom FBI. Gut. Schön. Looks more like an old mansion than an art gallery. Diane liked the building so much, she turned it into an art gallery. She left the exterior untouched. Had the insides redone. So she's rich. She bought this place, didn't she? Does that answer your question? Indeed it does. Well, George, Emily, I want to talk with Diane alone. Will you wait here for me? Don't tell me you still don't trust us. No, that's not it. But this is very important to me. I always make sure that I meet with the important ones, one-on-one. Otherwise, it's difficult to sense the subtle reactions of the suspect. This is just how I do things, and I'd appreciate your understanding. Monster level. Wenn gleich ein roter Ladebildschirm kommt, dann wissen wir Bescheid. Go on, then. You're not gonna listen to us anyway, are you? You're starting to understand me, George. Well then, Zach. Let's go and meet Lady Diane. Nein, kein roter Ladebildschirm. Okay.
Also keine Monsterpassage. Finde ich gut. Hello? Hello? No reply. Let's take a look around then, Zach. Okay. Eine Tür. Oh, hallo. Ist das nicht Olivia? Hallo. Hello, Olivia. Do you like art? Yes. Yes, I do. Well, I mean... I like trees. Trees. Okay. Ah, but I see because these are all tree paintings. Do you come here often, then? Well, no. Just sometimes. I'm sorry, I really need to get back to the diner. Zach, she was lying about something. She said trees, not paintings of trees. She doesn't need to come here to see trees. There's tons of trees outside. Oh, sie hat einen Schlüssel und einen Zettel verloren. Olivias Notiz. Schlüssel zur Galerie. Warum hatte sie einen Schlüssel zur Galerie? Und was steht auf ihrer Notiz? Kann ich mir das irgendwie anschauen? Ich glaube, ich habe irgendwo extra nochmal Schlmark. Was? Für was steht denn Schlmark? Schlüsselmarkierungen. Keine Ahnung. Nee, das ist was anderes. Sammelkarten. Nee. Hä? Dann vielleicht doch hier. Ah ja, da ist es, oder? A. Baum bei Sonnenuntergang. B. Rote Blätter. C. Tanzende rote Schmetterlinge. Sonnenuntergang, rote Blätter, Schmetterlinge. Okay. Muss ich wahrscheinlich irgendwie interagieren mit den Bildern oder so. Sonnenuntergang. Baum im Zwielicht. Ein schönes Bild mit 6 Bäumen im Licht eines Sonnenuntergangs. Oh, kann aber nichts damit machen. Okay. Sollte lieber nicht da rein.